Jetzt hast du mich, keine Sorge, Gimmick-Story. Du bist nicht der seit Erste, Jahren der machen sich die Leute mit darüber lustig, dass Australien dauernd immer mal wieder über ist. Immer mal wieder. Ja, Gravitation in Australien existiert tatsächlich. Um sich vor den Millionen tödlichen Tieren auf dem Boden zu schützen, haben die Leute gelernt, in der Luft zu gehen. Doch gehen wir ein bisschen zurück in der australischen Geschichte voller Känguru-Kämpfe und Riesenkrokodile. Dann gelangen wir zu einem Tag, der die Menschheit für immer verändern sollte. Wir schreiben das Jahr 1932. Der Erste Weltkrieg ist schon lange vorbei und Kriegsveteranen lassen sich nieder im Westen Australiens. Jawohl, Freiheit! Der australische Staat ordnete den Veteranen Land zu und gab ihnen Jobs, um Geld zu verdienen. Los, Ernte! Alles klar, Chef! Die große Aber jetzt hab ich verstanden, was ist der Mensch gegen Beast Part? Bis jetzt einfach nur Australien ist, okay, ja, ein lebensbedrohliches Klima und lebensfeindliche Umstände. So herrscht auf der Welt. Ein Wirtschaftscrash an der Börse. Weizen anzubauen ist somit wichtiger denn je. Und die Kriegsveteranen kommen mit ihren Farmen gerade so über die Runden. Einer der Farmer war Major G.P.W. Meredith. Er war Kriegsveteran und auch er ließ sich in den letzten Jahren seines Lebens auf einer Farm nieder. Hey, yo. 1. November. Meredith stand auf. Er blickte auf seine Farm. Seine ganze Ernte wurde vernichtet. Seine Zäune waren durchbrochen. Welches Monster würde es wagen? Er sah auf den Boden und hob etwas auf. Hielt es in die Luft. Es war eine Feder. Meredith ging zu zwei seiner Freunde, Kriegsveteran Sergeant McMurray und den Waffenmeister J.O. Halloran. Er erzählte ihnen von dem, was er auf seiner Farm entdeckt hatte. Diese animierten Augenbrauen, die hochziehen durch ihre Helme Star hindurch. J.O. Halloran. Er erzählte ihnen von dem, was er auf seiner Farm entdeckt hatte. Feder. Und so machten sich die drei auf den Weg zum Verteidigungsminister der Stadt und baten ihn um Hilfe. Es gibt ein großes Problem. Wir brauchen eine Waffe, am besten eine starke, wie die Lewis Gun hier und 10.000 Patronen an Munition. Viel Glück! Die drei kehrten zurück zur Farm, mit einer Waffe und einem neu dazugekommenen Kameramann, der das Vorhaben der drei dokumentieren sollte, um später daraus einen Propagandafilm für das australische Militär zu machen. Und so stolzierten alle vier Männer über die hohen Felder der australischen Savanne. Das ist echt? Das ist auf echten Begebenheiten basierend. Das ist die echte Aufnahme gerade. Jeder, bis auf die Zähne bewaffnet, lauerte im Busch und hörte der australischen Wildnis zu. Was passiert hier? Und plötzlich, 50 Meter entfernt, eine riesige Horde an gefiederten Emus bewegte sich langsam über die Felder. In der Ferne waren noch mehr zu sehen. Sie waren tausend. Den Männern blieb nichts anderes übrig. Die werden jetzt eiskalt nieder... Maschinen Gun, Lewis Gun, was auch immer schmettern, ja? Die werden die töten. Als sich mit der Waffe aufzustellen und zu schießen. Zu schießen, als ob es keinen Morgen gäbe. Doch die Emus konnten rechtzeitig fliehen vor den tödlichen Patronen der Lewis Gun. Aber sie gaben nicht auf. Für die mutigen Soldaten war es noch lange nicht vorbei. Sie erstatteten dem Verteidigungsminister Bericht und am gleichen Tag sollte er beginnen. Der erste und offizielle australische Emu-Krieg 1932. Okay, was zum Teufel sind Emus? Emus können bis zu 2 Meter groß werden und mit 50 km/h schneller laufen als der Schneeweißer sind Emus. Emus können bis zu... Vergleich. Schätzt den Emu neben den fucking Eier. Ja, 2 Meter, Guys. 2 Meter. 2 Meter groß werden und mit 50 km/h schneller laufen, als der schnellste Mensch der Welt rennen kann. Sollte dich ein Emu jemals angreifen, hast du folgende Möglichkeiten. Möglichkeit 1. Sterben. Emus bewegen sich immer in Horden. Emus so aggressiv? Ich dachte, Emus sind chillig. Oder nicht? Sind Emus so aggressive Wesen, die dich einfach töten wollen, oder was? Horden haben Füße wie ein Tyrannosaurus Rex aus der Kreidezeit und machen beim Paaren Geräusche wie ein kaputter Motor. Mit Emus ist also nicht zu spaßen. Die drei Soldaten merkten, dass sie keine Chance gegen die Emus hatten und so forderten sie Hilfe an. Der Verteidigungsminister erblickte den Ernst der Lage und so befahl er der königlichen australischen Artillerie, den drei Soldaten beim Emus-Töten zu helfen. It seems the tables are turned. Und so kehrte die größere 30-Mann-Truppe zur Farm zurück, bewaffnet mit Kanonen, Gewehren, Pistolen, Granaten und Schwertern, um gegen Emus zu kämpfen. Einer solle sogar einen Boomerang dabei gehabt haben, um sich gegen die Emus zu wehren. Du Vollidiot! Der Emu-Krieg sprach sich außerdem rum im Dorf und die ersten Zeitungen fingen an, von dem Vorhaben zu berichten. Erster Schuss im Emu-Krieg. These are some of the unfortunate farmers. Die ersten 50 von den mittlerweile 20.000 gezählten Emus, die das Dorf terrorisierten, wurden gesichtet. Meredith hat 20.000 Emus
in deinem einen Dorf. Das hat ja fast biblische Ausmaße, diese Plage an Lebewesen, die halt leben wollen. Aber trotzdem, 20.000, that's a lot. 20.000 zwei Meter große Vögel zwitschert. Dagegen würde ich keinen Fistfight gewinnen können. Sein Plan. Wir schleichen uns von hinten an die Emus ran und schießen ihn in den Rücken. Und so wurde der Hinterhalt inszeniert. Das Ziel wurde erfasst und die mutigen Soldaten schossen los. Komplett erbarmungslos versuchten sie, so viele Viecher wie möglich in die Emu-Hölle zu schicken. Ein paar von den 50 wurden getroffen, doch dann erstarrten die Soldaten nach und nach. Die Emus liefen nach einem getroffenen Schuss einfach weiter. Emus konnten nämlich durch ihre Federn und die dort drunter liegende Fettschicht bis zu 10 Patronen einstecken und das ohne Probleme. 10 perfekte Schüsse also, um ein Emu zu töten. Bei einem Vogel, der 5. Die können 10 Schüsse tanken? Ich hab gedacht, Emu-Hölle. Was? Sie sind einfach ein laufender Tank? 50 km/h rennen kann oder ein perfekter. Wie kommst du mir sehr makaber vor, darüber zu lachen, dass Tiere getötet werden, aber irgendwie, also, so wie du halt dargestellt wird, ist halt trotzdem lustig. Wie das Video so aufmacht. Kopfschuss. Was aber zum Teufel? Der erste Niederschlag. Gerade mal 3 tote Emus von 20.000. Die Lage sah schlecht aus. Doch dann kam den Soldaten eine neue Strategie. Man befestigt die Lewis Gun auf einem Auto und kann somit die Emus verfolgen und aus der Nähe töten. Fahrend durch die Emu-gefüllte Savanne von Westaustralien schafften die Soldaten es schließlich, ein paar Emus zu töten, auch wenn diese enorm schnell war. Die Lage schien nicht schlecht. Doch dann drehte sich einer von den Vögeln plötzlich um, lief auf das Auto frontal zu und rammte es, gelang unter die Räder und sorgte dafür, dass das Auto mit voller Wucht gegen einen naheliegenden Zaun crashte. Durch den Emu, der sich für seine Freunde opferte, konnten die anderen fliehen und die Soldaten kehrten verwundet zurück, während man gleichzeitig mehr als 2500 damals sehr wertvolle Patronen verschoss. Was eine Verschwendung, dachte sich der Verteidigungsminister und zog die Artillerie wieder von den Farmern ab. Auch die lokalen Zeitungen machten sich über die Soldaten lustig, die es nicht schafften, ein paar harmlose Emus zu töten. Das ganze Dorf sympathisierte plötzlich durch die Abstrusität der Geschehnisse mit den Emus und die Soldaten wurden zahlreich verspottet. Ihr seid scheiße! In der nächsten Stadtversammlung schlug der Premierminister spöttisch aber vor. Aber wieso ist das Dorf auf der Seite der Menschen? Auf der Seite der Emus? Es ergibt echt, also, wenn du Dorfbewohner bist und da sind 20.000 Emus, 20, also wenn die Zahl stimmt, ist doch legit, du kommst dir doch vor, als würdest du gleich sterben. So wie gesagt, biblische Ausmaße an Fliegen, die dich killen. Sind nicht 20.000 gewesen? Hoffentlich nicht. Arme Tiere, ich bin auch für die Tiere, wollen halt einfach leben, sind Lebewesen, I get it. Aber wenn du Bewohner bist, und du bist umzingelt von 20.000 Emus, die immer wieder einfach über dein Dorf durchrennen. Das ist schon bedrohlich. Jemand solle den Emus doch Medaillen für ihre Tapferkeit verabreichen. Die Emus brachen außerdem die restlichen Zäune auf. Und nach langer Zeit konnten Hasen wieder auf die Felder laufen und richteten somit noch mehr Schäden auf den Farmen an. Hier merkte der Verteidigungsminister, dass... Guck mal, wenn du jetzt ein Bauer bist, das wäre wie so eine Plage. Die Emus, die einfach deine Felder fressen, die lassen Hasen frei, die fressen auch deine Felder. Und dann kommt der Hase und bedroht dich einfach mit einer Pistole. Auf die Felder laufen. Das ist ja schon spooky. Und richteten somit noch mehr Schäden auf den Farmen an. Hier merkte der Verteidigungsminister, dass die Lage doch etwas ernster ist. Die Emus waren überall, egal wo man hinsieht. Eine neue Angriffstruppe wurde den Soldaten zugeordnet. Mehr Waffen, mehr Patronen. Hauptsache, die Emus verschwinden aus dem Dorf. Und so kam es am 13. November zu den finalen Tagen vom Krieg. Die Soldaten warteten auf die vom Norden vorbeikommenden Emus. Sie lagen angereiht auf dem Boden der dürren Felder. Meredith war diesmal vorbereitet. Und unter seinem Kommando wussten die Soldaten genau, was sie machen mussten. It's so far away. It's so far, so far away. Who are you trying to praise? In den kommenden Wochen erlegten die mutigen Helden täglich eine Vielzahl an Vögel. Der Plan schien endlich aufzugehen. Doch auch die Emus lernten dazu. Mehrere Soldaten berichteten, dass sich die Emus in kleinere Gruppen aufgeteilt haben, wovon jede Gruppe einen Anführer hatte, meistens mit schwarzem Gefieder. Dieser Vogel stellte sich auf Erhöhungen und guckte den anderen Emus dabei zu, wie sie die Ernte zerstörten, während er Wache hielt und mit Hilfe von Schreien vor ankommenden Soldaten warnte. Das Emu-Töten ging also nur langsam voran. Ein Soldat klebte aus purer Langeweile vom Warten mehrere Bilder zu einem Foto von einem Emu-Soldaten zu. Was Meredith passiert hier? Schließlich Bericht. Das kann doch nicht wahr sein. Hä? Also warte, die Emus haben Aufpasser bereitgestellt, die aufgepasst haben. Aber die haben die Crops zerstört. Ich dachte, die haben die einfach gefressen. Haben die einfach nur niedergetrampelt for fun oder wie? Ich bin so verwirrt.
Und dann ein Soldat hat einfach lange. So teilweise diese wahren Aufnahmen, die sind das Beste, dass sie die Emos in kleinere Gruppen aufgeteilt haben, wovon jede Gruppe einen Anführer hatte, meistens mit schwarzem Gefieder. Dieser Vogel stellte sich auf Erhöhungen und guckte den anderen Emos dabei zu, wie sie die Ernte zerstörten, während er Wache hielt und mit Hilfe von Schreien vor ankommenden Soldaten warnte. Das Emu-Töten ging also nur langsam voran. Ein Soldat klebte aus purer Langeweile vom Warten mehrere Bilder zu einem Foto von einem Emu-Soldaten zusammen. Meredith erstattete schließlich Bericht, völlig erschöpft von den letzten Wochen des Krieges gegen die Emus. Er berichtete, dass er mit seiner Soldatentruppe von 20.000 Emus ca. 986 getötet hatte. Im Gegensatz wurden über 10.000 Patronen verschossen. Das Parlament entschied am gleichen Tag noch, dass der Krieg gegen die Emus offiziell als verloren erklärt wird. Und so entstand der legendäre Satz, hätten wir eine Militärdivision von der gleichen Widerstandsfähigkeit gegen Schüsse wie diese Vögel, dann würden sie gegen jede Armee der Welt bestehen. Danach wurde ein Bounty-System eingeführt. Kopfgeld wurde auf die einzelnen Emus gesetzt und jeder Farmer, Soldat oder Bürger vom Dorf konnte sich Geld verdienen, indem er ein Emu erlegte, damit auch jeder kleine Junge und jede Frau anfängt, etwas für die Allgemeinheit zu tun. Das war tatsächlich ziemlich erfolgreich, doch die große Horde an Emus, die mittlerweile anfing, sich zu vermehren, konnte nicht aufgehalten werden. Australien litt die nächsten Jahre sehr stark unter den terrorisierenden Emus, welche die Farm immer weiter zerstörten. So sehr, dass das Dorf nach einigen Jahren komplett von den Emus vernichtet wurde. Erst 10 Jahre später arbeitete man an einer Lösung. Ein 250 Kilometer Zaun aus Eisen sollte quer durch das Land gezogen werden, damit die Emus nicht mehr in die Nähe der Siedlung kommen konnten. Und so wurden die Emus immer weniger ein Problem. Doch die tiefe Narbe, die dieser Krieg in der australischen Geschichte hinterlassen hatte, würde man niemals loswerden. Und durch diesen Krieg ist es heute gang und gäbe, dass man bei jeder Diskussion im Internet mit einem Australier, sobald man keine Argumente mehr hat, schreibt: Hey, aber habt ihr nicht damals im Krieg gegen die Emus verloren? War da nicht was? Dieser Post wurde erstellt von der Emu-Gang. Australien? Emus? Emus? Wer würde gewinnen? Australische ausgebildete Soldaten mit Gewehren und Großkaliberwaffen? Emus. Unter gefühlt jedem zweiten Video, wo Emus drin vorkommt, steht außerdem drunter Emu War. Und heute, in 2023, hat man die Emus unter Kontrolle. Sie stellen keine wirkliche Gefahr mehr für die Menschheit dar. Bis vor 2 Jahren, als Emus anfingen, ein kleines Dorf in Australien zu terrorisieren. Ein Vogel soll einen Rentner bedroht haben. Ein neuer Vogel soll ein Pärchen angegriffen und verfolgt haben. Ist das gerade Todesvogel? Ein Vogel soll einen Rentner bedroht haben. Ein neuer Todesvögel suchen Menschen zu Hause auf. Der Vogel soll ein Pärchen angegriffen und verfolgt haben, sodass die beiden... Wenn ein 2 Meter großer Vogel auf dich raufläuft, ist schon fucking spooky, oder nicht? Also, ich finde, ich hätte da Angst. Mit seinem riesigen dinosaurierartigen Schnabel und er will mir die Augen aushacken. ...sich in der Garage verbarrikadieren muss. Und auch die Emus entwickeln sich weiter und lernen Werkzeuge zu benutzen. Und wer weiß, vielleicht werden wir in ein paar Jahren dazu gezwungen werden, Emu zu sprechen, weil die Menschen in den hohen Machtpositionen von Emus gestürzt worden sind. Verbreitet die Nachricht. Macht euch bereit für die Revolution der Cyborg-Emus. Oh mein Gott. Cyborg-Emus. 2021. Warte, ich nächstes Video. Ich wollte hier gucken. Vielleicht werden wir in ein paar Jahren dazu verbreitet diese, die Nachricht, diese Überleitung, guck mal, der Typ, weil die Menschen in den hohen Machtpositionen von Emus gestürzt worden sind. Ja, wildes Video, ganz anderer Vibe, auf jeden Fall, was wir gebraucht haben. Sehr viel mehr light-hearted. Aber auch sehr befremdlich irgendwie. Aber ich verstehe, also 20.000 2 Meter große Vögel, die dich töten wollen, die dein Dorf kaputt gemacht haben und du musstest das Dorf verlassen, weil die Emus dich gekillt haben. I mean, I guess, ist halt mal fair. Schon, wie viele Tiere musst du schon weichen, damit die Männer, die Menschen dort ihr Lager aufschlagen durften? Jetzt mal andersherum, ha? Hau nicht mal ohne Wasser ein Video. Ey, danke dir, Saibo. Vielen Dank für den 13. Welcome back, man. Danke dir. Vielen lieben Dank für deinen Sub. Ist Olaf Scholz ein Emu? Bevor so Merkel, nachdem sie die finale Rede gehalten hat, das Amt abtritt, nimmt so die Maske vom Kopf. Und da ist gar keine Doktorin, sondern einfach ein Emu. Not bad. Meine Güte. Ey, danke dir, Limonade. Vielen Dank für den 4., mein Dude. Danke dir, Bro. Danke dir. Vielen lieben Dank für deinen Support. Ist Tolkien in Wahrheit ein Emu?